Ich versuche tatsächlich, mich so wenig wie möglich vorzubereiten. Ich versuche eigentlich nur, möglichst offen in den Tag zu gehen und in die Szene und möglichst offen dem Partner, der Partnerin gegenüber zu treten. Und das heißt, ich habe das auch gelesen, er ist kalt. Und wenn ich mich jetzt, sag ich mal, vorbereitet hätte, hätte ich gesagt, okay, verstehe, die Aufgabe ist jetzt, jemanden zu spielen, der kalt ist. Und dann habe ich aber in den Szenen erlebt, dass ich da oft sehr emotional und warm war. Und das fand ich eigentlich einen schönen Widerspruch und eine schöne Ambivalenz. Und das habe ich mir nicht vorgenommen. Ich gehe nicht in eine Szene rein und sage, nach dem Satz wäre es gut, wenn mir dann Tränen runterkullern. So, das passiert mir dann halt, wenn ich mich aussetze oder wenn ich tatsächlich in die Bewegung gehe. Und diese Szene mit mir und Corinna, die ist 20 Minuten lang gewesen, oder 24 Minuten sogar. Und wir haben die ohne Probe direkt gedreht. Und ich glaube, ich weiß es nicht, aber ich hatte den Eindruck, als ich den Film gesehen habe, ziemlich viel von dem, was da im Film gelandet ist, ist aus dem ersten Take, das heißt aus der ersten Begegnung. Und alles funktioniert gut. Ich erinnere mich, das klingt jetzt vielleicht blöd, aber ich werde es danach erklären, als wir fertig waren mit Spielen, hat Corinna so gemacht. So. Und dann haben wir eingeschlafen. Und ich kenne ja Corinna sehr gut. Ich habe ja schon oft mit ihr gespielt, das ist überhaupt nicht ihre Art. Also das ist eine ganz komische Geste gewesen. Aber ich habe es verstanden, weil es war so, als wenn man zusammen einen Abhang runterspringt oder eine Klippe runterspringt und dann unten einschlägt und man sagt, wir haben es uns getraut. So, wir wussten gar nicht, was passieren wird. Und ja, und das war tatsächlich das Aufregende daran, ja, auch die Möglichkeit zu haben, die Zeit zu haben, den Raum zu haben. Und es hat ja dann was sehr Analytisches. Ja. Es ist ja im Grunde, mich hat es erinnert an diesen Dialog von Fassbinder und seiner Mutter oder Henri Müller und seiner Mutter. Ja, und da fängt der Film ja tatsächlich plötzlich an, wirklich Gesellschaft zu beschreiben, weil wir dann plötzlich verstehen, warum wir sind, wie wir sind. Ja, und es gibt einen tollen Satz in Anatomie eines Falls, ich weiß ihn auf Englisch nicht mehr, aber da sagt das Kind vor Gericht, jetzt wo wir nicht wissen, wer es getan hat, sollten wir uns vielleicht fragen, warum es passiert ist. Und ja, so verstehe ich den Film eigentlich, dass man eine Ahnung davon kriegt, wie sind wir zu denen geworden, die wir sind. Das Letzte zu dem Dirigieren, da habe ich mich tatsächlich vorbereitet. Und trotzdem ist es was ich überhaupt nicht gerne mache, weil ich da immer schon denke, da sitzen irgendwie so und so viele selbstberufene Fachleute und sagen, also so geht es auf jeden Fall nicht. Ich hatte einen professionellen Dirigenten, der mir das beigebracht hat, mit dem ich viel dirigiert habe. Und wenn Sie nach Inspiration fragen, ich habe mir viel Theodor Korenzis angeguckt, weil ich den sehr verehre. Und trotzdem, ich meine, wenn man den Film sieht, denkt man jetzt wirklich nicht an Theodor Korenzis. Aber bei Theodor Korenzis habe ich auch gedacht, als ich dann zum ersten Mal in dem Wissen, dass ich einen Dirigenten spiele, ich habe das vorher schon in Konzerten gesehen, aber als ich zum ersten Mal hingegangen bin und jetzt habe ich gedacht, jetzt gucke ich mal ein bisschen, was er so macht, fing er so an. Also genau, es fing an. Es war in Salzburg. Die erste Geste war die. Da habe ich noch gedacht, oh ja, das klaue ich, habe ich voll vergessen. Habe ich das voll vergessen. Das fand ich echt interessant. Und er macht ganz viel so. Wenn ich das machen würde, würden alle denken, okay, da auf jeden Fall keine Zeit gehabt.